statt mit dir zu sitzen und darüber zu diskutieren, zu gucken, ob das Wahrheit ist oder nicht. Wenn wir einen Vermittler suchen zwischen uns und Gott, sagen sie, das ist verboten. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Tür offen direkt zu dir und sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Guck mal, wie benutzen sie diese Verse? Benutzen sie diese Verse aus dem Koran? Das heißt, und wenn meine Knechte dir Fragen nach mir so sagt, oder sagt nicht sagt, sondern ich, so bin ich nah zu ihnen, so sie sollen mich nachfragen. Oder mich bitten. Das heißt, Allah gibt dir direkt die Kontakte. Warum gehst du zu Muhammad? Du bist Muschrik. Okay. Kein Problem. Das heißt, wer zu jemandem geht, der ihn hilft oder vermittelt bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist Muschrik, er sagt ja. Wenn du eine Vermittlung suchst zwischen dir und Gott, dann bist du ein Muschrik. Du musst sterben. Dein Blut ist halal, dein Geld ist halal, dein Eigentum, deine Frauen gehört dir nicht mehr. Manche lassen die Frauen scheiden, weil deine Frau vielleicht, ne, oder wenn du Muschrik wirst in ihren Augen, dass deine Frau Muslim, vielleicht wird sie Salafi, dann musst du scheiden lassen. So, du bist Muschrik in ihren Augen. Warum? Weil du einen Vermittler zwischen dir und Gott machst. Das ist Schirk. Schirk. Warum? Koran sagt, sucht eine Vermittlung zu Allah. Sucht eine Vermittlung zu Allah. Brauchen wir eine Vermittlung zu Allah? Sie sagen, das bedeutet dein gutes Werk, deine gute Arbeit. Das ist die Vermittlung zu Allah. Wieso meine gute Arbeit ist besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt Sohn von Nuh als Werk, als Arbeit. Er sagt, innahu amalu ghayru salih. Das ist keine gute Arbeit. Das ist ein Mensch. Allah beschreibt ihn als Arbeit. Bessere Arbeit als Muhammad gibt es. Gute Arbeit. Bessere gute Arbeit als Ali sallallahu alaihi gibt es. Gibt es nicht. Ich suche ein Mittel zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil diese Leute nahe zu Allah sind oder nahe zu Allah stehen. Und sie können mich direkt zu Allah führen. Ich schaffe das nicht mit meinen Sünden, mit meiner geistigen Abwesenheit. Ich schaffe das nicht, mit Allah subhanahu wa ta'ala in Kontakt zu kommen. Warum beschuldigst du mich mit Mushrik, nur weil ich ein Mittel zu Allah subhanahu wa ta'ala oder ein Vermittler zu Allah subhanahu wa ta'ala suche? Wenn das Schirk ist, da müssen wir uns einigen. Umar kommt zu Abbas, Onkel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War Dürre, Trockenheit, gibt es kein Wasser, die Menschen sterben vor Hunger, der Dursten. Umar rennt zu Abbas und nimmt seine Hand und er sagt, in der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir ein Mittel gesucht durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns eine Wasila baut zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Und nun, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr da ist, wir suchen dich aus als Vermittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Schirk. Was ist der Unterschied? Dann kommen sie nicht alle hier. Dann gehst du wieder wie eine Kaugummi. Kannst du ziehen, wie du willst. Ne? Bis der letzte Faden reißt, aber den siehst du gar nicht mehr fast. Sie ziehen so lange mit dir, bis du hier, bis das nicht mehr geht. Sag ja, das ist ein Lebendiger gewesen, der am Leben ist. Aber du gehst zu Toten. Okay. Du sagst, Vermittler zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Schirk. Du hast nicht gesagt, ein Toten. Dann kommt der Tote, sagt, wenn ein Toter ist. Ein Toter kann dir verlieren. Ja, okay, wenn ich jetzt meine Vermittlung zu Allah subhanahu wa ta'ala, sagst du gutes Werk, wenn du Gutes tust. Sag ja. Ich biete, das ist mein Werk, meine Arbeit zu Allah. Sag ja. Sag, das ist eine Vermittlung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sag ja. Ich sag, warum benutzt du mir den Namen von Rasulullah in mein Gebet? Wieso ist Muhammad drin? Ist er ein Bestandteil des Werkes? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Bestandteil meines Gebets? Ja. Ohne Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht nicht dein Gebet. So. Er ist ein Bestandteil eines Werkes. Und wenn ich diesen Bestandteil benutze, bin ich ein Mushrik. Subhanallah. Ich rede mit ihm so an, als ob er nicht tot wäre. Ich sage ihm, Assalamu alaika, ayyuha nabiyyu, rahmatullahi wa barakatuh. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder, der mir Salam schicke ich ihn zurück. Eure Werke, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, werden mir vorgelegt. Deine Werke, Arbeit, was du machst, werden ihm vorgelegt, wie eine Tafel. Er liest, jeder wer hat das gemacht, Fulan hat das gemacht, Nasser hat das gemacht. Er liest das. Eure Werke werden mir vorgelegt, tagtäglich. Das ist ein Hadith bei ihnen. Werden mir vorgelegt. Er sagt, wer mich besucht in mein Grab, ich besuche ihn in Qiyamah.